Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Wenn ihr dieses Video schaut, habt ihr euch hoffentlich schon mit den Aufgaben zum Kreuzprodukt beschäftigt. Auf der Homepage habt ihr diese vier Aufgaben, die in meinem Rücken geschrieben sind, hoffentlich gesehen. Ihr habt sie selbst versucht. Ich zeige euch nun die Musterlösung. Wir haben hier oben das erste Beispiel, Aufgabe A. 1, 2, 3, Kreuz 2, 1, 1. Wir schreiben die Vektoren noch einmal hin. Also 1, 2, 3 und 2, 1, 1. Wir streichen die oberste und die unterste Zeile durch. So, wir haben also noch vier Ziffern dastehen in jedem Vektor. Wir machen nun die Kreuze. Sprich, 2 mal 1 minus 3 mal 1. 3 mal 2 minus 1 mal 1. Und zu guter Letzt 1 mal 1 minus 2 mal 2. 2 mal 1 ist 2, minus 3 mal 1, also 2 minus 3 ist minus 1. 3 mal 2 macht 6, minus 1 macht 5. Und 1 minus 4 macht minus 1. 3. Zur Wiederholung, das heißt, der Vektor minus 1, 5, minus 3 steht senkrecht auf 2, 1, 1 und steht auch senkrecht auf 1, 2, 3. Diese zwei Vektoren hier müssen nicht senkrecht stehen. Können sie aber. So, auf zum nächsten Beispiel, 2, 1, 1, 2, 1, 0 mal 3, 2, 1. Ich schreibe sie auch wieder zweimal hin. Wir streichen die oberste und die unterste Zeile durch. 1 mal 1 minus 2 mal 0. 0 mal 3 minus 2 mal 1. 2 mal 2 minus 1 mal 3. 1 minus 0, 1, 0. Minus 2, minus 2, 4, minus 3, 1. Also das Ergebnis von 2, 1, 0, Kreuz 3, 2, 1 ist 1, minus 2, 1. Kommen wir zur Aufgabe C. Sieht im ersten Moment sehr einfach aus, weil es ja viele Nullen da sind. Ihr werdet am Ergebnis auch was Schönes feststellen können. Ich schreibe also die Vektoren gerade nochmal ab. Streiche die unterste und die oberste Zeile durch. So, naja, 0 mal 0 minus 0 mal 1. 0 mal 0 minus 1 mal 0. Und hier unten haben wir noch 1 mal 1 minus 0 mal 0. Kommt raus 0, 0, 1. Kommt man sich schon fast denken? Überlegt euch das mal, das ist ein Vektor mit der Länge 1 in Richtung der ersten Achse, der x1-Achse. Das ist ein Vektor der Länge 1 in Richtung der x2-Achse. Wir wissen, senkrecht auf der x1- und x2-Achse steht die x3-Achse, auch mit einem Vektor mit der Länge 1, 0, 0, 1. So, kommen wir zu dem sehr allgemeinen und letzten Beispiel. Der Vektor a mal den Vektor b, ganz allgemein, also a1, a2, a3. Wir gehen hier genau gleich vor, wir schreiben die Vektoren einmal ab, streichen die unterste und die oberste Zeile durch und bilden unsere schöne Kreuzchen. A2 mal B3 minus A3 B2 A3 B1 minus A1, B3. Und zu guter Letzt A1, B2 minus A2, B1. So, diese allgemeine Formel kann man sich natürlich auch merken, anstelle dessen niemals ausrechnet. Manche machen das gerne, manche lieben lieber diesen Weg über die Kreuze. Was ihr euch hier verinnerlichen könnt, schaut her, in der ersten Zeile sind nur die Indizes 2 und 3 da. Und vorne im ersten Teil sind es 2 und 3 minus 3 und 2 als Indizes. In der zweiten Zeile fehlt die 2 und die Indizes sind im zweiten Teil wieder vertauscht. Und in der dritten Zeile fehlt jetzt logischerweise 3 und die Indizes sind danach auch wieder vertauscht.
welchen Weg ihr euch merkt, ist mir eigentlich egal. Entscheidet das selber. Aber ihr seht, dass das Kreuzprodukt an sich eigentlich keine schwere Sache ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut wieder mal auf lyrella.de vorbei. Danke und tschüss.